Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich meinen allerersten Action-Haul für euch. Es ist ein bisschen was zusammengekommen an Beauty und ja, Deko. Bei Action war ich schon öfter, aber es war mir immer so ein bisschen zu ramschig. Aber ihr habt mir jetzt so häufig geschrieben, dass ich doch bitte mal die Produkte testen soll. Ich brauchte zwar ein bisschen, bis ich mich da durchgeguckt habe und alles, aber es scheinen ein paar Schätzchen dabei zu sein. Deshalb, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir diese Frage hier in den Kommentaren beantwortet. Und dann starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Starten wir mit einer Maske, die ich jetzt auch schon sehr oft bei Instagram gesehen habe. Es ist auch eine 3-in-1 Maske sozusagen. Also man kann sie als Conditioner, als Maske an sich oder auch als Leave-In-Produkt anwenden. Und auch wie sie schon aussieht, soll sie natürlich ein Dupe zur Garnier Hair Food Maske darstellen. Ich habe mir jetzt hier schon die Inhaltsstoffe angeguckt und auch mit beiden verglichen. Ich möchte euch das Ganze aber nochmal in einem Dupes-Video zeigen. Was man aber sagen kann, ist, dass beide Produkte wirklich auf Silikone verzichten. Bei der Haarmaske von Action wird eher darauf gesetzt, so feuchthaltende Mittel zu benutzen, also Milchsäure zum Beispiel. Beispiel Betaine sind Feuchthaltemittel. Die Maske von Garnier setzt eher auf Rückfetter wie Öle. So sieht das Ganze aus. Es ist etwas fester und riecht wirklich sehr stark nach Banane, beziehungsweise ist das auch so ein sehr süßer Bananenduft. Ich muss noch mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich den Duft von Garnier noch ein ganz kleines bisschen besser finde, aber der riecht auch schon sehr gut. Er ist allerdings nicht allzu lange in den Haaren wahrnehmbar. Ich habe die gestern schon benutzt, fand die Pflegewirkung vollkommen in Ordnung, aber auch hier werde ich nochmal beide Produkte gegenüberstellen. Des Weiteren habe ich hier ein Serum von Elisa Jones mitgenommen, was mich auch sehr stark an das Serum, also an das Niacinamide-Serum von Balea erinnert hat. Es enthält nämlich 10% Niacinamide und 1% Zink-PCR, also die Konzentration ist wirklich identisch zu dem von Balea, soll die Haut ebenmäßiger machen und gegen Unreinheiten wirken. Wenn man sich die Inhaltsstoffe hier auch nochmal anguckt und mit dem von Balea vergleicht, sieht man schon, dass es ein paar Unterschiede gibt. Prinzipiell würde ich sagen, sind sie aber ähnlich, also wirklich sehr, sehr ähnlich formuliert. Beide enthalten zum Beispiel auch noch sowas wie Panthenol und sind komplett parfümfrei und duftstofffrei. Und trotzdem ist das von Action eben nochmal doch deutlich günstiger, vor allem im Vergleich zu Balea. Also ich dachte, Balea ist schon immer das günstigste, kommt auch in einer Glasverpackung. Und auch das zeige ich euch jetzt nochmal. Also das hat so eine leichte, milchige Farbe, ist aber schon mal sehr feuchtigkeitsspendend. Also fühlt sich gut an, hat so eine leicht wässrige Konsistenz. Es zieht nicht ganz so schnell ein wie das von Balea, aber es klebt dafür nicht so doll, würde ich sagen. Also da bin ich sehr gespannt aufs Testen und erzähle ich euch gerne auch bald mehr dazu. In der Kinderabteilung habe ich dieses super süße Haar Wasch, Dusch, Gel, Gesichtswasch, Gel gefunden. Hier steht jetzt drauf, dass es ab einem Jahr geeignet ist und speziell auch für empfindliche Haut gut sein soll. Also da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Erstmal ist eine Parfümierung enthalten, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, was schon mal gut ist, aber trotzdem eine Parfümierung, die potenziell reizend ist. Es sind sehr austrocknende Sulfate drin, die auch eigentlich nur durch die Betaine abgeschwächt werden. Also kann ich jetzt nicht ganz so beurteilen, ob das dann wirklich ja, für empfindliche Haut so gut ist. Der Duft hier in der Verpackung ist der Hammer. Also es riecht einfach nur richtig, richtig süß nach Keks. Erinnert mich auch an irgendeinen Duft, den Balea mal im Sortiment hatte. Hier ist übrigens die Konsistenz vom Duschgel. Ihr seht, schon sehr, sehr flüssig. Als Waschgel am Körper finde ich es wirklich völlig in Ordnung. Ich habe es auch in der Badewanne einmal benutzt. Und da muss ich aber sagen, hätte ich ein bisschen mehr von dem Duft erwartet. Also wenn da schon so eine Parfümierung drin ist. Man sagt ja immer, dass man bei Kindern bis zu 2 Jahren eigentlich darauf verzichten soll, Parfüm auf dem Körper oder auf dem Gesicht anzuwenden. Dann habe ich hier einen Primer von Max & More mitgenommen. Das ist ein Face Primer, der mattieren soll. Auch der Primer hat eine leichte Weißfärbung und lässt sich aber sehr, sehr leicht auf der Haut verteilen. Man merkt allerdings beim Verteilen, wie krass silikonhaltig der ist. Die Inhaltsstoffe zeigen auch, warum sich der Primer so schwer und silikonmäßig anfühlt, denn er besteht eigentlich nur aus Silikon. Also sind wirklich viele auch recht schwere Silikone hier drin. Betaine sind noch verarbeitet worden und außerdem Hyaluron sowie Vitamin E. Gerade wenn man solche sehr schweren Silikone oder auch andere Mineralöle wie Petrolatum oder Paraffin verwendet, habe ich euch ja schon öfter erzählt, kann es zu so einem Wärmestau kommen auf der Haut. Und das habe ich bei diesem Primer tatsächlich ein bisschen gemerkt. Also gerade hier so in der Wangenpartie, wo ich den aufgetragen habe, die ist nämlich kurz nach dem Auftragen richtig, richtig warm.
warm geworden, gut auszuhalten, trotzdem jetzt nicht zwangsläufig zu empfehlen. Der andere Punkt ist aber, dass ich finde, dass dieser Primer, obwohl er mattieren soll, überhaupt nicht mattiert hat. Also ich habe enorm stark nachgeglänzt. Er ließ sich gut einarbeiten und ist auch ganz gut mit der Foundation verschmolzen. Aber wie gesagt, vom mattierenden Effekt habe ich leider nichts gespürt und gesehen. Die Poren waren vielleicht etwas minimierter. Schön ist, dass er in der Glasverpackung kommt, aber da muss ich mal gucken, wie der sich so weiter verhält. Zwei Masken habe ich auch mitgenommen, zwei Tuchmasken. Davon hat mich vor allem diese Get Ready Maske ja interessiert. Die ist mit Vitamin C angereichert und ich habe euch ja schon öfter jetzt erzählt, dass bei Vitamin C Produkten gerade im Drogeriesortiment häufig Vitamin C Derivate benutzt werden. Hier ist ein Vitamin C Derivat drin, aber es ist auch wirklich das reine Vitamin C verarbeitet worden und das kommt sogar noch sehr, sehr weit oben in der Inhaltsstoffliste. Außerdem ist hydrolysierte Hyaluronsäure zu finden. Auch nochmal ein Pluspunkt, denn diese Art der Hyaluronsäure ist sehr niedrigmolekular und kann gut in die Hornschicht eindringen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass eine sehr hohe Konzentration an Parfüm enthalten ist und zusätzlich nochmal einen Duftstoff. Und dann habe ich hier noch diese Tuchmaske mitgenommen mit Mango. Die ist, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht spannend formuliert. Also es sind feuchtigkeitsbindende Substanzen drin und Allantoin, was noch so mit am spannendsten ist und am besten auch zu bewerten, weil es einfach ein sehr schön entzündungshemmender Wirkstoff nochmal ist. Hier ist jetzt Hyaluron drin, was eben nicht richtig in die Haut eindringen kann und sich eher wie ein Film auf die Haut legt, aber trotzdem für Feuchtigkeit sorgt. Hier ist aber zum Beispiel nur eine leichte Parfümierung zu finden und ein Farbstoff. Also ich denke, die wird schon für Feuchtigkeit sorgen und damit kann man bestimmt auch nicht viel falsch machen, deshalb habe ich die auch mal mitgenommen. Oh ja, dann zeige ich euch hier nochmal zwei Schüsseln, die ich auch gekauft habe. Das sind jetzt eher Dekoartikel sozusagen, aber so, so schön. Ich habe sie jetzt in grün mitgenommen, weil unser Wohnzimmer eben viele grüne Accessoires beinhaltet und wir häufig auch im Wohnzimmer essen. Das ist eben von außen auch wirklich so ein richtig schönes Tannengrün und innen drin ist noch so ein super schöner Farbverlauf. Ich hätte gerne mehr von den Schüsseln mitgenommen, allerdings waren nur noch diese beiden da. Grün war schon komplett ausverkauft, gab es aber auch noch in Blau und in Schwarz zum Beispiel. Und passend dazu sind zum Beispiel auch noch so eine kleine Kaffeetassen erhältlich und so Minischalen. Stimmt, das habe ich auch noch mitgenommen von Batiste, dieses kleine Trockenshampoo. Ich habe nämlich bei DM zum Beispiel oder auch bei Rossmann noch nicht gesehen, dass die diese kleine Variante vom Antifrizz-Trockenshampoo zum Beispiel verkaufen. Da ist jetzt Kokos drin und soll vor allem für krause und widerspenstige Haare geeignet sein. Außerdem enthält das ganze Keratin. Müssen vielleicht auch diejenigen von euch wissen, die mit Olaplex arbeiten. Preislich kostet es jetzt genauso viel wie bei DM, aber ich fand schön, dass es hier mal eine andere Variante gab. Den Sprühnebel zeige ich euch natürlich auch nochmal gerne. Also der ist schon sehr kompakt irgendwie, trotzdem pudrig. Ist einfach ein sehr frischer Duft, würde ich sagen. Aus dem Hautpflegesortiment habe ich hier noch ein Spot-Gel mitgenommen mit Salicylsäure. Das soll helfen, eben Pickel sichtbar zu reduzieren. Was ein bisschen problematisch ist und worauf X-Skincare auch immer wieder anspricht, ist, dass hier mit Akne geworben wird, also sozusagen als Hilfsmittel gegen Akne wird dieses Produkt beworben. X-Skincare hat ja schon öfter jetzt gesagt, dass man wirklich bei Akne zum Dermatologen oder zur Dermatologin gehen sollte. Aber wenn man eben trotzdem ab und zu Unreinheiten neigt, kann das sicherlich wirksam sein. Die Salicylsäure scheint auch gar nicht allzu schwach konzentriert zu sein. Und außerdem ist da noch Grünteeextrakt drin, was bei Pickeln und Unreinheiten natürlich auch immer schön ist, um das Ganze nochmal zu beruhigen, also auch die Haut einfach zu beruhigen, dass sie nicht so strapaziert ist. Das Ganze kommt ohne Parfümierung aus, aber ein Duftstoff ist zu finden. Das wollte ich jetzt ganz gerne testen, weil sich die Inhaltsstoffe eben auch ganz gut gelesen haben und kein austrocknender Alkohol zum Beispiel drin ist, was häufig in so ein Anti-Pickel-Gels benutzt wird. Auch hier nochmal aufgetragen, ist transparent, recht gelig eben, so wie der Name schon sagt. Es riecht irgendwie nach Teebaumöl, das habe ich jetzt gar nicht in der Liste gesehen, aber wahrscheinlich ist das auch mit drin. Da muss man natürlich gucken, inwiefern man das dann wieder gut verträgt. Hat so einen kleinen Erfrischungseffekt, würde ich auch schon fast sagen. Ah ja, von Naturebox dürfte dann dieses feste Shampoo hier mit. Das ist mit Kokosöl angereichert und soll eigentlich für Feuchtigkeit sorgen. Es ist frei von Silikon, Parabenen und Sulfaten und hat eine vegane Formulierung. Das gibt es in der Form auch bei DM, allerdings deutlich teurer. Jetzt habe ich schon überlegt, wie das sein kann. Aber ich nehme an, dass diese Packung hier einfach die ältere Version ist und da bei Action zum günstigeren Preis verkauft wird. Also eigentlich ist hier nur eine Parfümierung drin, die nicht
allzu niedrig konzentriert ist. Aber ansonsten sind da gut verträgliche Tenside verarbeitet, zum Beispiel. Es ist Kokosöl zu finden. So sieht das Ganze aus. Es ist schon mal nicht geschmolzen oder sonstiges. Kann ja sein, wenn Produkte lange lagern. Riecht schon recht stark nach Kokos und es ist auch schon sehr fruchtiger Kokosduft irgendwie. Weiter geht's dann mit einer Bananencrememaske. Das soll Clean Beauty sein oder die soll aus dem Segment Clean Beauty stammen. Es ist eigentlich eine ganz gut formulierte Maske. Also sie enthält einfach hauptsächlich Rückfette und Feuchthaltemittel. Sowas wie Shea-Butter, Fettalkohol, Sonnenblumenöl, Glycerin, Vitamin E, aber auch Allantoin und Rosmarinextrakt. Beides soll entzündungshemmend wirken. Es ist kein deklarationspflichtiger Duftstoff drin. Eine Parfümierung, die eigentlich auch recht mild ist. Und zwei Farbstoffe, nicht Duftstoffe. Bei Clean Beauty muss ich sagen, wäre eine parfümfreie Formulierung noch sinnvoller gewesen. Aber der Bananenduft ist ziemlich angenehm. Also riecht schon wieder sehr stark irgendwie auch nach Banane, aber auch nicht zu aufdringlich. Die Maske ist sehr, sehr fest, aber fühlt sich schon mal sehr reichhaltig an. Die zieht vermutlich auch ganz gut ein in die Haut. Also ich nehme an, dass man nicht mehr ganz so viel von der Farbe sehen kann, wenn die Maske dann entsprechend einwirken konnte. So. Man soll sie allerdings auch für eine ziemlich lange Zeit, also 20 bis 30 Minuten drauf lassen. Was ich mir auch mitgenommen habe, ist von Labello dieser Cherry Lippenpflegestift. Also ich mag einfach den Kirschduft sehr gerne, aber ich weiß, dass es den auch bei DM zu kaufen gibt. Das scheint auch wieder eine ältere Version zu sein. Ich habe jetzt gar nicht verglichen, ob die günstiger ist hier wieder bei Action. Besteht zum größten Teil aus Ölen. Also Rizinusöl zum Beispiel, Jojobaöl, Avocadoöl, sehr feuchtigkeitsspendend. Aroma ist angegeben, das heißt, es ist ein krasser Duftstoffmix schon verarbeitet worden. Hat eine sehr, sehr rote Farbe. Ich habe den früher mal gehabt, aber ewig nicht mehr benutzt. Ist schon ein bisschen knalliger irgendwie, ein bisschen quietschiger. Aber wenn man ein sehr leichtes Augen-Make-up hat zum Beispiel oder vielleicht auch sich gar kein Augen-Make-up geschminkt hat, nur ein bisschen Mascara drauf hat und dann diesen Lippenpflegestift dazu, das könnte gut aussehen, fühlt sich gut an. Den Kirschduft nimmt man erstaunlicherweise nur super dezent wahr. Also durch das Aroma, was da drin ist, habe ich da jetzt viel mehr von erwartet, aber ist trotzdem sehr angenehm. Also der Kirschduft riecht gut. So Leute, und dann habe ich noch was gefunden, was ihr bestimmt auch bald nochmal in einem Dupes-Video sehen werdet. Und zwar diese Seife hier. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich euch in meinen Monatsfavoriten zum Juni die, Moment, Seife von Les Petits Marseillais gezeigt habe. Also die ich mir aus Frankreich mitgenommen habe, weil die mir einfach in dem Airbnb, in dem wir waren, sofort aufgefallen ist. Also die riecht so gut. Und diese Seife hier von Action, ja, die ist vom Namen her schon dem Ganzen verdächtig ähnlich. Aber auch der Duft stimmt hier einfach. Ich muss jetzt nochmal im direkten Vergleich riechen. Aber ich würde sagen, wirklich eins zu eins wie diese Seife hier. Okay, die riecht vielleicht noch ein ganz, ganz bisschen aromatischer. Aber der Unterschied ist wirklich marginal. Also, boah ja, auch die Seife von Action riecht schon sehr, sehr gut. Natürlich gibt es auch heute wieder ein Gewinnspiel für euch. Ich habe hier wieder eine kleine Box zusammengestellt, also aus dem Kosmetik- und dem Hautpflegebereich. Um mitzumachen, einfach Abonnent, Abonnentin meines Channels sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar mit dem Hashtag ActionHaul verfassen, dass ich weiß, dass ihr mitmachen möchtet. Und wie immer habt ihr anderthalb Wochen Zeit, um mitzumachen. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.